vielleicht. Ich kann. Ich kann nicht abgehen. Ich will abführen und entfesseln. Ja, ich dreh mich hier gerade im Kreis. Oh, da ist wieder ein neuer Kopf. Jack, Officer, what the fuck? Officer Jack Slater. Bam, fall on me. Dreh dich mal zu mir, dann nehme ich dir den Knebel mit meinem Mund ab. Wie kann ich mich drehen? Shift E. Oder Shift Q. Hallo. Warte, warte, was müssen wir jetzt richtig machen? Warte. So, Herr Gentami, ich würde jetzt gerne nochmal meine Anklagepunkte hören. Wir sind jetzt wieder an den Punkt angelangt. Also, jetzt kommt die Knebelgeber nicht rausgenommen. Herr Gentami, nee, kommen Sie doch mal her. Sie brauchen sich nicht hinter der Mauer in der Ecke links da verstecken, bei den anderen zwei Gefesselten. Jetzt legt er sich hin. Die Knebel gegenseitig raus. Ja, jetzt kommen Sie doch mal her. Weil wir so gegenüberstehen. Kommen Sie doch mal her, Herr Gentami. In Ihren schönen Turnhosen. Total überfordert. Jetzt kommen Sie her, Herr Gentami. Herr Gentami. Dann mache ich dir mit dem Olaf, dreh dich mal um, dann nehme ich auch deine. Nein! Bam! Regroup! Ist nur Interpol, hat eh nichts mehr. Olaf, dreh dich mal um, dann nehme ich die Büroklammer, dann nehme ich die Büroklammer aus deiner Hand und mach dir die Handschellen auf, okay? Mach mal die Hand auf. Ja, ich hab mich gedreht, schnell. Danke. Oh. Das war die falsche Taste. Bin frei. Danke für die Büroklammer. So, und jetzt habe ich die aufgemacht. Lauf erstmal weg. Ich kann auch. Also komm, das war doch jetzt voll RP-mäßig, oder nicht? Ja, das war ja wirklich RP. Ich hab da doch dabei geredet und so. Ja, ich hab die ganze Zeit gesagt, was wir machen. Ja, ich bin im Übrigen. Gibst du eigentlich erst auf der Polizei? Verschwendet. Oh, Leute. Der hat bestimmt kein Eis gemacht oder Kupfer. Oh, ja. Kann dir irgendwie helfen? Der hat nicht mal eine Waffe. Machst du auch gerade Eisen? Ich weiß nicht, ob sich Kupfer lohnt, ich mache halt gerade Eisen. Und da bringt Einzelmeng schon ziemlich viel, muss ich sagen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe gerade so irgendwie 200.000 gemacht, wenn ich das jetzt noch fertig verkauft habe. Auf Vorder kommt nochmal Artiererscheide. Wird auch langsamer. Crossfatte. Schalon, den kann man noch nicht gehabt. Hier. Gott, bitte. Das ist ein Bärmer, der will. Der will. Hast du einen im Blick? Überfall auf dem Boden! Ja, ich bin doch auf dem Boden, ganz ruhig. Wann dürfen wir schießen? Hey. Wenn Olaf sagt dir. Hey du. Hör mir mal zu. Ich will dir mal. Bin gespottet. Was erzählen von mir. Das hab ich noch nie gemacht. Ihr dürft übrigens jetzt schießen. Lass mich schießen, meine Bewegung. Außer bei dir. Du bist jetzt gleich tot. Ich schieß dir in den Kopf. Dann bist du einfach tot. Dum, dum, dum. Auf jeden völlig bekifft. Scheiß Bauhaufen hier. Keine Manieren. Guck mal, wir machen gerade unser Stealth-Training, gucke. Du kannst uns nicht sehen, wir sind fast unsichtbar. Ja, ich denke, wie das aussieht da hinten. Oh, ich bin auf der Dosen 20er. Juckt Arsch.
Wann muss man den ausmachen? Ab 82, ne? Ja, ich mach immer so bei... Gott, dass ich zu Ende gelaufen habe, dann mach ich so. Na. Ah, mein Arsch kratzt. Voll gut, ey. Weil du siehst gar nichts von ihr aus, ey. Wenn die jetzt überfallen hat. Ach so, ja, alle zu mir. Ja, während ihr so schön auf der Eilen seid, ne? Alter, was soll das aussehen? So, ich gebe mal. Wer ist einer mein? Ja. Alle zu mir. Oder wie Erdzeichen. Hoffentlich explodiert jetzt das Quad, ey. So, wer hat jetzt noch nix? Na, große Hand. Ja, ich noch nicht. Her. Gentami hat auch noch. Panchi. Bastet braucht auch noch. Ja, ich hab. Bastet. Okay, ich will einfach vordringen, ne? Platzum. Yay! Okay, Musik kann weitergehen, ja. Ja. Jetzt. Tibon hat schon auch. Ich bin hier, warte noch eine Runde. Gashi? Panchi. Gashi sind nicht hier. Gashi, ja, ich brauche auch was. Ja. So. Ey, komm, bitte die Kontrolle, wenn du gegen mein Eis. Spieler! Ey, und Mila, gib mal bitte ganz wichtig dem Herrn Fox hier etwas. Der hat sich heute. Ja, Fox muss eigentlich einer erst. Fox hat. So. Ruchbett? Ja, brauch ich noch bitte. Abhauen. Was ist eigentlich für Scheißqualität mit dem? Hey, nutz uns im Arsch. Ja, er ist halt keiner cool. Freu ich mich den doppelt. Hallo? Danke, Lotze. Bitte. Gib mir mehr Geld. Ich für was, aber danke. Leute, gerne. Hey, Bro. Also, meine 10 Millionen. Was? Ich weiß, der Konto ist nicht mehr. Also, ich hab noch zum 1 Dollar gekriegt, aber ich hab noch kein Gras. Fahren jetzt schön mit unseren E-Fritz rum. Wie hab ich das gemacht, Jungs? Hä? Hast du mal auf die Map geguckt, Topper? Ja, ich hab den Fucking eingesehen. Was soll das? Side-Channel oder Gruppen-Channel? Fuckfinger? Du siehst da so einen Fuckfinger. Ja, kannst auch einen Penis nennen von mir aus. Habt ihr das im Side-Channel oder im Gruppen-Channel gemacht? Wir waren's nicht. Ach so. Was denkst du von uns? Ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Und wie seid ihr in der Hellgate, Jungs? Guckt euch das Ding an, ihr müsst jetzt. Ihr müsst, Ein Todesprofi stehen Autos. Da hinten welche nach uns geschossen. Also, du kannst knapp 4 Kilometer gucken mit dem Ding. Ja, schon. Muss aber auch die Sicht dementsprechend genau machen. Am besten ist, du hafferst in Ruhe irgendwo auf Höhe 2000 Meter. Und, Ich doch mal alle mit Panschen aussitzen können, ne? Mit den Helden. Weil scheiße ist, weil du später nicht rennen kannst. Wenn du Fressen dabei hast, dann musst du alles aus dem Inventar rausschmeißen. Einer ist auf Boden, einer ist hinterm Baum, lol. Ja, lol. Ja, aber du lass es doch raus, dann gehen der wir Blaue hinter. Der Blaue traut sich wenigstens mal was, ey. Ja, klar, also Alter. Wir machen da damit auch keine... Da hinterm Baum, lol. Alter, ist das OP. Ich will's auch sehen. Das ist voll scheiße, Mann, ey. Ja, vor allem, wie gesagt, ihr müsst bei den Grafikeinstellungen beim Spiel selber mal alles auf hochstellen. So haben wir es mal gemacht damals. Und dann in-game bei Settings, Auto off und auch alles hoch. Und dann hoverst du einfach auf einer Stelle. Hast du zwar nur 12 Frames, aber du kannst fast über die ganze. Kannst von der Tiere nach Kavala gucken. Siehst du in Kavala die Leute so nach dem Motto rumlaufen. Also schon. Drei Leute sind da unten an der Todeskurve. Ich bin doch mal moving. Also das Laser ist also. 1,5 ja. Kilometer oben auf 4 Kilometer gefolgt. Das hat er gar nicht mitgekriegt. Ja, kriegen die auch nicht mit. Das hab ich ja auch gemacht, wo sie die große Versammlung damals hatten. Wollte die wegschießen? Da waren wir ja 2 auf. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich muss erst einmal hochfliegen und gucken. Ja, also vor allem, wenn ihr irgendwas beobachten wollt, müsst ihr immer so 2 Kilometer mindestens wegstehen. Sonst hat der Beobachter ein Problem. Du kannst auch richtig reinzoomen, das weißt du, ne? Ja, klar. Und mit N kannst du auch die Sicht zwitschern. Ja, jetzt land mal, gib uns Namen und dann schreibt man die mal hier an. Hier steht viel zu dicht dran. Ich weiß gar nicht, warum ihr so dicht dran steht. Ja, weil ich schlimm finde, dass die Spots ist. Achso. Also ich will raus, ich will schießen. Wir hatten gespottet und nicht markiert. Ja, das ist natürlich schlecht. Ja, müssen wir nochmal hoch, Olaf, komm. Co-Pilot und Dick bleiben drin und spotten weiterhin. Natürlich. Bin drin. So, dann spotte mal.
Innenansicht, Nachtsicht. Gib uns aber bitte einen Namen, weil bevor wir da rumknallen, schreibt man den. Die haben auf uns geschossen. Ja, aber wir sind mit dem Bullenhelikopter unterwegs. Na, ist doch egal, den haben wir gekapert. Die dürfen sich einfach auf uns schießen, schießt die um, ey. Du, darf ich die umschießen? Pass auf, einer scheint vor euch zu sein, Ingo. Einer ist ungefähr hier, bei 1. Du kannst sie ganz genau markieren. Du musst sie erst mit Shift und linker Maustaste musst du sie so markieren und dann, wenn du drauf sitzt, dann markierst du sie richtig im Gruppenschiff. Ja, aber ich kann's nicht, weil Olaf zu nah dran ist. Ja, ey, wartet mal, ich muss ausloggen, ich sehe gar nichts. Asopide, abziehen oder wir schießen. Guck mal bitte, check mal meinen Hügel, ja, bis hier irgendwo was. Olaf, du darfst nicht so weit hochfliegen. Was? Du kannst ran zum Plus und Minus auf dem Numpad. Ja, aber die sind jetzt so weit unterm Heli. Er kriegt den Winkel nicht hin. Ich hab gesagt, zwei Kilometer weg am besten. Oder tiefer fliegen. Auf jeden Fall muss ich jetzt mal wissen, ob hier irgendwo was ist bei mir. Ja, also einer ist schon da. Bei dir scheint nichts zu sein. Doch unten, unten den Berg runter, ist etwa einer. Der ist... Ich wollte dem Pied gerade schießen, sagen, dass bei 1 ist der. Ich kann noch nicht markieren, weil wir noch zu nah dran sind. 1? Ja. Unten an der Kurve, der läuft da übers Feld. Achso, Achtung, Timesplitter X nicht töten. Also Timesplitter X nicht töten, der ergibt sich. Achtet darauf bitte, Jungs. Versucht's mal professionell zu machen. Kannst du rausfinden, wer... Was ist jetzt alles? So, wie sagtest du Shift und? Shift? Ja, ganz normal, wie du einen Punkt markierst, wo du hinfahren möchtest. So markierst du den Typen. Und wenn du den Typen so markiert hast, genau drin hast, markierst du den Gruppenchannel. Ich schreibe den Timesplitter jetzt, er soll auf die Straße gehen und die Hände dort hochnehmen und die Waffen vor sich ablegen. Schritt mir mal, Eko. Dankeschön. Eko. Narkose! Helfen Sie mir! Stopp! Frau Dr. Narkose! Frau Dr. Narkose? Quatsch, nicht! Hab ich da was verpasst? Nicht Frau Dr. Narkose! Frau Dr. Morphin! Oh, Frau Dr. Narkose, okay. Frau Dr. Morphin! Das erklärt Ihre weibliche Stimme, Frau Dr. Narkose. Frau Dr. Morphin, ich muss Ihnen was sagen, Ihr seid die Leute, die hier verdeckt und im Dunkeln arbeiten, die viele entführen, ohne dass jemand mitkriegt, und deswegen bekommt ihr ein sehr großes Lob von mir. Ihr seid sozusagen die Spezialeinheit auf Altes. Roger! Ja? Yep. Ein ganz schlimmer Du. Hold! Und, was soll ich denn jetzt mit ihm machen? Ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall mal die Beichte bei ihm abnehmen. Ja, die Beichte. Aber das kann ich nicht hier. Und vielleicht können wir ihn ja nochmal auf den richtigen Weg bringen, weil andernfalls sehe ich mich leider gezwungen, ihn hinzurichten, wenn da gar keine Hoffnung mehr besteht. Ja. Dein Leben liegt in Ihren Händen, Herr Steglitz. Ja, aber Sie wissen, wir müssen dann zu dem Ort der Gründung gehen. Dort kann ich ihn reinigen. Der Ort der Gründung? Herr Lukas, folgen Sie mir bitte. Ja, die Kirche, okay. Ich dachte, wir sind sonst wohl. So, ich bitte Sie dann jetzt, Ihre Waffen wegzustecken. Und die Kopfbedeckung nicht vergessen. Ich gehe nicht mit rein. Ich bleibe auf. Viel Spaß. Leute, was ist denn hier los? Herr Lukas, kommen Sie bitte vor den Altar. Nein, Sie in Demut. Ja, Sie, Herr Lukas. Oh, was ist hier los? Party hat oder Sie was? Sie sind der Schuldige. Sie sind der Schuldige, Herr Lukas. Ihnen muss vergeben werden.
Ja, so ist das. Herr Lukas, zählen Sie mir Ihre Sünden auf, die Sie begangen haben. Ich habe Leute bestohlen und Helmets geklaut und Leute getötet. Nun, das sind sehr schwere Vorwürfe gegen Sie. Und was ist mit Ihrer Kindheit? Sie haben doch auch Dinge in Ihrer Kindheit getan, die nicht rechtens waren. Ich habe einen kleinen Kindern einen Lutscher geklaut. Sehen Sie, ich weiß alles. Und ich werde vom Meister geleitet. Und nun spreche ich den Meister an. Und werde ihn fragen, wie ich mit ihm verfahren soll. Aber wir können den Meister nicht so ansprechen. Vorher müssen wir ein Gebet sprechen, wo sie alle mitsprechen. Ich bin dabei. So. Einmal bitte alle den Kopf senken. Meister des salzigen Puddings. Meister des salzigen Puddings. Meister des salzigen Puddings. Wir rufen dich an. Wir rufen dich an. Um zu erfahren, dass deine armen, gepeinigten Seele Gnade walten lassen wird. Um meiner armen, gepeinigten Seele Gnade walten zu lassen. Ja. Ich trinke gerade eine Kippe, scheiße. Und ob wir Lukas mit dem salzigen Pudding des Meisters reinigen können. Ich befehle auf einmal, ich kann das nicht merken. Foto, ehrlich, Lukas mit dem salzigen Pudding reinigen können. Reinigen können. Oder ob wir Lukas mit dem liebevollen Lied des Streitvollen des Meisters ein paar Klapse auf seinen werten Hinterkopf. Kürzere Sätze fallen dem Unschein. Kopfbedeckung und Waffe in das weiter, Auto das legen, weiter. Dann dürfen die auch rein. Wir müssen das jetzt auch nicht. Irgendwas mit Maiskolbe. Streitkolbe, nicht Maiskolbe. Ich habe jetzt die Kommunikation zu meinem Meister. Die Sünden sind sehr schwerwiegend. Schwerwiegender als bei manchen Rebellen hier. Nein, rally up! Silent Assassin, ich bitte Sie vorzutreten. Warum ich? Kommen Sie zu mir. Herr Olaf, bitte auf. Stellen Sie sich bitte links und rechts neben diesen Sünder. So hier. Genau so. Da stehen Sie sehr gut. Der Meister hat mir befohlen, dieser Mann ist nicht mehr zu erlösen. Er wird nun die sanften Hiebe Ihres Streitkolbens spüren. Yes. Und wird ein Blutopfer darrichten müssen, das den salzigen Pudding des Meisters versüßen wird. So bitte ich Sie jetzt, Ihrer Tat zu frönen und diesen Sünder endgültig zu erlösen. Machst du? Amen. Nee, du erschießt nicht schlagen. Amen. Ich widersage. Ich auch nicht. Ich gehe mal kurz holen. Warte, ich hab meine dabei. Wir können aber nicht widersagen, das geht nicht. Mikrofon. Wird aber getan! Mögen Sie ihn nicht mehr. Tun. Es ist zu lang. Diese Lutscher, es geht nicht. Ich werde mich bessern. Schwarz auf Sie hören, der Meister spricht. Mikrofon bitte die Waffen und die Kopfbedeckung ins Auto legen. Soll ich schießen oder nicht? Herr Lukas, in Ihrem neuen Leben, dort werden Sie leben können. Bitte ins Auto. Nein. Aber Sie haben zu viel Sühne begangen. Ich werde mich bessern. Der Meister ist erzürnt über Sie. Er erwartet den Streitkolben der Liebe auf Ihrem Kopf. Jetzt. Nein, er erwartet, dass ich mich besser. Ich höre es. Gott, nein! Amen. Amen. Preise den Meister. Amen. Preise den Meister. Der salzige Pudding wird euch alle erlösen. Heil den salzigen Pudding. Genau, schafft das Blutopfer hinaus, damit ihm alle huldigen können. Aber ja, der Salzige Pudding
ist allgegenwärtig und das wisst ihr auch. Satan wird euch holen! Schafft da mal ganz kurz Ruhe. So, Reh, Jungs und Mädels. Habt ihr immer noch den Polizisten? Ja. Sehr gut. Der hält gerade seine Messe. Mikrofon muted. Nicht überfahren. Herr Hugo, können Sie uns auch noch von unseren Sünden befreien? Wir haben wieder gesündigt. Wir konnten jetzt leider nicht anders. Dann tretet vor und empfangt den salzigen Pudding des Meisters. Auch Sie, Herr Olaf, empfangen hier den salzigen Pudding. Vielen Dank. Herr Pfarrer, es ist gut, dass Sie diesen Sünder bestraft haben. Ich verfluche den Priester. Unheil soll euch kommen. Sünder. Denn dieser Sünder, Unheil soll euch kommen. Hätten wir nicht erlöst, hätten wir diesen Sünder nicht erlöst. Unheil soll euch kommen. Dass ich erlöst werden würde. Unheil soll euch kommen. Da ich nicht erlöst Satan werden will, wird euch bestrafen. Sie leider daran glauben, Herr Lukas. Es tut mir leid. Out of ammo. Amen. Aber Sie können natürlich Anzeige stellen gegen diese Blutopferei und ihren Betrag nennen, der Ihnen jetzt der Meister zukommen lässt. So, das ist jetzt hier das 24 Stunden von Alters. Okay, dort hinten, der platziert sich in der Mitte, das ist nicht schlau, das sag ich dir jetzt schon. Das ist keine Säule. Achso, scheiße, die Säule habe ich gar nicht gesehen. Ich sag ja, das ist nicht schlau. Ach, du kannst einfach durchfahren. Ja. Erstmal auf die Plätze, ja, ich die fertig durch. Und los. Du weißt ja, wer bremst, verliert, ne? Bremst du da vorne mal in der Kurve? Leute, was macht ihr da hin? Ja, scheiße. Dann setzt er sich ab da vorne, ich weiß es nicht. Nein. Ja, den kriegen wir noch. Wollte ich jetzt gegenseitig im Windschatten fahren? Jahrzehntelange Übung mit dem Hilfrettler. Also ich habe ihm jetzt geschrieben, dass das eine rebellische Aktion ist, dass es keine pure Provokation sein soll und dass wir hier eine Wette abgeschlossen haben, die geklärt werden muss. Was wetten wir eigentlich? Weiß ich doch nicht. Gute Ehre. Wer der Erste ist. Das habe ich jetzt eigentlich nur den Bullen geschrieben, damit die jetzt vielleicht nicht rumfliegen. Na, guck mal, da oben ist von der Heli. Ja, da oben ist der erste Heli. Und wer ist es? Ich hab keine Zeit zum Gucken. Aber ich freue mich, wenn gleich wieder hier mal ins Team geht. Was macht ihr da? Kein Hit, kein Kopf. FGP Metzger. Der freut sich. Der guckt gleich bestimmt nur noch zu. Aber die ganzen Helis am Arsch kleben. Komm, gib den zweiten Platz ab. Niemals. Schon am Längen, wieso? Ich hoffe, ich desinkel gerade wie die Hölle. Ja, tust. Wenn was entgegenkommt, der Typ mir rotzt sich so weg. Nicht nur du. Uns kommt der nichts entgegen. Lol. Scheiße. I'm hit! Vorhin bin ich nicht gekommen. Bist du nur geflogen? Jetzt bin ich auf dem letzten, weil ich mich hier gerade krank mache. Aber ich muss dazu sagen, der war auf meiner Spur. Und das arme Schweine. Oh nein, das ist unfair. Also Olaf ist raus. Oh, nicht so gut. Was ist denn mit dem hinten passiert? Oh, wenn du jetzt... Du Arsch.
Ah, hey. Oh, mir sind gerade Cops entgegen. Nein, fuck der Chat. Wo läuft mir sind gerade Cops entgegen? Ja, auch. Ich will der Todesgruppe stehen. Ich wurde angeschossen. Aber ich bin noch im Rennen, ich bin jetzt vor dir. Du kannst nicht vor mir sein. Nee, nee, ich vor dir, aber ich bin jetzt nicht letzter, ich bin vierter. Bin in der Cop-Base. Echt? Yeah. Dann Glückwunsch, Eko. Ey, ich hab jetzt hier gerade so einen Quad-Fahrer vor mir. Ich hoffe mal, der geht jetzt ein bisschen zur Seite und krieg keine Panik. Alter, verpiss mich wieder. Nee, bis alle da sind, musst du jetzt ja. Nee, vergiss es. War nur diese Aussage, Kopfes rein. Ey, es hat keiner von uns gesehen, dass du da bist. Naja, reicht doch meine Aussage. Nee. Kann jeder wo. Ich kann sagen, ich war auch schon da. Schau, hast du mal geguckt, bin ich schon aus Kavala gleich draußen. Wir gucken doch jetzt hier nicht auf die Karte in der Zeit, ey. Bei meinem Clip treffe ich jetzt auch den Herrn Fahrer oder so, ich kenne mich. Der voll und fahren wir wieder raus? Ich verpiss mich jetzt, tschüss! Jo. Du hast ja schon drin in der Kopis? Ne. Ja, dann bist du kein Zweiter. Wenn du Polizisten, ich weiß nicht, wenn du wieder leben kannst, direkt auf den Polizisten schießen. Nein, du, wer noch nicht drin war, dann bist du ja offiziell Zweiter. Oh, ne. Wird abgeknallt. Bin in der Cop-Base. Ja, das kann ich verstehen. Ich will jetzt wenigstens noch meinen glorreichen vierten Platz haben. Und da steckt Cops. Ja, ich bin auch drin. Okay. Du bist Dritter? Dann, komm, wir gehen raus. Ja, du musst hinten einmal die Runde jetzt. Oh. Damit sie schnell weg hier. Ich bring gleich ein bisschen Besuch und ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja, ich schau jetzt hier ab, was mir nicht ist. Im Wien? Nein! Oh, Todesquad. Fährst du gerade hinter mir? Hallo? Bist du hinter mir mit dem Ifrit? Ich nicht. Nee. Pass auf, Todeskörper steht nochmal die Polizei, ne? Die wird das, den lief wieder mit Daumen und so. Den kann ich nämlich gar nicht fahren. Ja, wo fahrt ihr jetzt alle hin? Ich muss gerade an der Fahr jetzt hier gerade erstmal ein bisschen abseits, weil ich mich hier gerade von einem Bullen verfolgt werde. Ja, cool. Vielleicht habe ich jetzt Kavala keine Cops mehr, nehme ich an. Von R-Code werde ich verfolgt. Der wird jetzt gleich getötet. Oh fuck, Alter, der macht mir das Leben jetzt zur Hölle. Ich hoffe doch. Ja, wir haben eigentlich noch eine kleine Rechnung miteinander offen. Oh shit. So, und also, mit Anlauf raus hier, ey. Fuck, ey, ich hab etwas mehr als die Hälfte nicht mehr. Also etwas weniger als die Hälfte im Tank. Ich auch. Oh, was? Ich hab die nächste Tankstelle schon markiert. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt schlau ist zu tanken, wenn ich hier die am Arsch hab. Darf ich auf die schießen? Alter, was geht hier ab? Nee, schieß mal nicht, weil wir haben den ja im Prinzip noch nicht so. Na doch, die haben eigentlich schon einen von uns abgeklaut. Ja. Wir wollen Todeskorb, Jungs. Darf ich schießen? Ja. Lol, wieso hängst du hier fest? Ja, lauf wieder rein, weißt du. Bist du mit dir reingelaufen? Ich glaube, ich bin in der Base. Hast du es geschafft, ja? Ich ergebe nicht. Oder auch nicht. Jetzt ist ein Magazin von mir. So, haben wir euch? Ja. Ey, ich hab's bis in die Base geschafft, ja. Mit kaputten Reifen. Ja, ja. Dann bin ich mal gespannt, ob ich jetzt hier nochmal irgendwie lebend rauskomme. Die haben mich getaped. Die haben mich getaped. Ja. Also, ich bin weg. Ich hab den Heli am Arsch. Keiner von euch, aber aufgrund ihrer. Ich bin froh, du weißt nicht, was den anderen gerade blüht. Vorgehensweise. wenn wir diese Wohl oder Übel hier gleich festsetzen müssen. Was für eine übelste Vorgehensweise? Wie bitte? Was denn für eine übelste Vorgehensweise? Das wüsste ich jetzt mal ganz gern. Ja, schauen Sie sich doch nochmal da vorne die Schranke an. Sieht das für Sie normal aus?
Das war nicht meine Schuld. Meiner ist der andere Ifrit, der mit den kaputten Die Reifen. Die gehören zu den Rebellen. Wir machen hier keine Einzelverbrechen. Ich kann auch nichts dafür, wenn der nicht fahren kann. Ja, bitte. Kommt da nicht zurück gerade eben. Ich möchte eigentlich nur von Captain T-Bone behandelt werden, Herr Brown. Bitte lassen Sie mich wieder los. Bitte, was möchten Sie? Ich möchte nur vom Captain T-Bone behandelt werden. Man, one click, southwest. Warum das denn? Ich spreche doch nicht mit einem Senior Officer, ich bitte Sie. Ich verstehe leider kein Wort, mein Funk ist so laut, nochmal wiederholen. Ich möchte gerne mit dem Captain T-Bone sprechen, ich spreche nicht gerne mit Senior Officern. Das ist ein zu geringer Dienstgrad für mich. Also ihre Rebellen haben im politischen Bereich überhaupt gar keine Rechnung, auf sie zu sprechen, ja. Also nicht mehr auf die Anfrage, den Captain zu sprechen, wird verweigert. Das würde ich gerne mit dem Captain mal absprechen, ob das so rechtens ist. Ja, wie gesagt, ich sage euch das einmal, ihr habt keine Rechnung im zivilisten Bereich. Ich wollte das ein bisschen politisch durchstartet. Ja, schmeißen ihn einfach ab, wir haben einfach keine Rechnung. Ja, wir haben einfach keine Rechte vor uns hier irgendwas. Ja, das würde ich trotzdem gerne mal mit Captain T-Bone absprechen. Ihr seid Rebellen, findet euch damit ab. Nein. Ich möchte jetzt gerne mit Captain T-Bone sprechen. Schmeißt ab, die haben keine Rechte, Nette. Music, du gehst jetzt mal bitte im Revier runter. Also, wie du hast gesagt habe, ihr seid auf jeden Fall, ja, werde ich. Ah, da ist doch der Captain T-Bone. Gar kein Recht, irgendwas etwas anzuordnen. Car, Grid, 0, 3, 3, 1, 3, 0. Was denn für eine Gefahr, das würde ich gerne mal wissen. Wir sind da, um die Zivilisten zu schützen, Herr Lotzum. Erzählen Sie keine Lügen. Ja. Ne, das sind wir, die für den Schutz der Zivilisten zuständig sind. So, Herr Captain Tirola. Wegen was werde ich denn jetzt hier eigentlich festgehalten? Ich wollte... Ach. Und deswegen wollen Sie mich jetzt in den Knast stecken? Ach ja, Officer. Ich wollte doch hinzufügen, dass sie mich mehrfach erkannt haben. Ja, da brauchen wir doch eigentlich nicht großartig drüber reden hier, ne? Zudem sind sie mit illegalen Fahrzeugen hier in unser Gebiet eingedrungen, sind in das Haku eingedrungen, haben dort vorne mutwillig eine Sportlimousine gerammt. Also, selbst wenn ich heute einen super guten Tag hätte und mir die Sonne aus dem Arsch scheinen würde, da hätte ich doch so ein leichtes Zucken an meiner hier in Anhangdrüse, wenn ich sie jetzt nicht ins Gefängnis überweisen würde. Also das mit der nicht verstehen, ne? Naja, das mit der Sonne würde ich gerne mal überprüfen, aber ich denke, das sollte man zu zweit machen. Das mit dem RAM und mit der Schranke, damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Das war der Kollege, der ist noch relativ neu im Geschäft. Ja, und unser eigentliches Ziel war ja, vom Checkpoint die Fahrzeuge hierher zu bringen, dass die Polizei die sicherstellen kann. Weil uns war schon klar, dass diese Fahrzeuge illegal sind. Wir wollen mit denen eigentlich auch gar nichts zu tun haben. Deswegen verstehe ich jetzt diesen ganzen Aufruhr nicht. Wir haben uns ja auch angekündigt. Also Herr Olafsson, sagen Sie mal, haben Sie sich denn vorher angekündigt? Das, ja, das haben das wir. Ganze doch schon wesentlich entspannter gewesen. Wir haben uns angekündigt, Sie sollten eine Nachricht bekommen haben, aber Sie waren da, ich glaube, gerade im Einsatz, deswegen könnte das untergegangen sein. Schauen Sie doch mal in Ihrem Telefon nach. Ich? Okay. Und wie gesagt, wir waren hier in einer guten Absicht, wir wollten die Fahrzeuge sicherstellen lassen. Ich höre nur von einer Wette, unnötigen Provozieren und dergleichen, schön und gut. Leider Gottes habe ich diese Nachricht nie bestätigt. Das ist dummerweise jetzt an der Stelle Ihr Verhängnis. Ja, das ist natürlich sehr schade. Wie gesagt, wir waren in guter Absicht hier, wir wollten die Fahrzeuge sicherstellen lassen durch die Polizei. Hatten Ihnen das auch geschrieben mit einer Wette, da weiß ich überhaupt nichts von. Weiß nicht, was der Silent da wieder verpatzt hat. Mit wem? Hatten Sie das noch mit einem anderen Kopf abgesprochen? Nein, wir wollten das mit dem Ranghöchsten machen. Mit dem, der heute die Sonne im Arsch hat, wie ich gehört habe. Ja, nee, das war nur so ein Beispiel. Also, es gibt Tage, da scheint mir die Sonne aus dem Arsch, aber was jetzt eben schon alles vorgefallen ist, aufgrund dessen halt leider nicht. Das ist natürlich deswegen schade. War ich auch nicht in der Lage, Ihre Nachricht zu empfangen. Das nennen wir jetzt eine kontrollierte Sprengung, ja, um die Hacker zu befreien. Um die Zivilisten vor Polizeigeräten zu schützen. Sprengung. Okay, alle aus Häkchen. Okay, Männer. Das ist, glaube ich, alles andere als kontrolliert. Alle Mann in der Hocke in einer Reihe, auf geht's, kommt, ich will eine schöne Reihe sehen, Männer.
Scheiße, Mann, da bin ich aber noch einen Schritt nach vorne. Noch einen Schritt nach vorne, ja, so ist gut. Waffen absenken. Sieht das geil aus. Anlegen! Feuer! Oh, hat nicht gereicht. Ach komm, oh. Da stellen wir noch ein paar drunter, oder? Jeder hat doch so ein Scheißding, der bestimmt in der Garage. Tage mal. Aber auf jeden Fall hat sich die Farbe geändert vom Checkpoint. Warte mal, wir müssen uns wirklich an die Helke dran stellen. Teil kracht bestimmt gleich über uns ein, ich seh schon kommen. Nee. Das wär's, ey. Wir brauchen noch zwei. Ja, mal gucken, ich hab aber auch noch eine. Ich hab auch eine. Boah. Das war knapp. Nee, ich hab so einen scheiß Klopp gar nicht in der Garage. Fahrt sie mal, warte mal, ich zeig euch das mal, wo ich sie gerne stehen. Ich alle meine zerstört. Ich auch. Alle drei Stück, ich hab da schon noch eine. Fahr sie mal hier rein, hier. Ich stell meinen Geländewagen einfach daneben. Ja, stellt einfach ein Fahrzeug daneben, was auch explodiert. Genau, wir müssen ja nur, einen. So hoch. Ja, wartet mal, ich hab so einen Tanklaster. Oh mein Gott. Wenn der nicht voll ist, dann bringt das nichts. Ja, das stimmt allerdings. Fade. Oh, guck mal, da kommt ja noch ein SUV, sauber, wir haben zwei Stück, das muss reichen. Stell den mal, Geländewagen stell ich noch drin. Stell den mal auf so daneben, neben den. Genau. Nicht da unter die Heckkette, sondern unter das Gebäude, richtig. Vielleicht kannst du ruhig am Heck bleiben von dem, genau. Das jetzt aufschließen, danke. So. Jo. Warte. Das ist gut. Ja, das reicht, das. Das ist keine kontrollierte Sprengung mehr, Jungs. Doch, auf der anderen Seite. Achso, jetzt müssen wir von anderen Seite. Jetzt schießen. Kommt alle hierher. Hier, mein Gewehrlauf, Gewehrlauf, da müsst ihr euch alle anstellen. Ein bisschen Platz lassen, damit die Leute durchfahren können. Viel zu nah, wo ihr steht. Okay, wir gehen bis nach hinten noch. Sicher. Rechter SUV, oder? Wir schießen auf dieses. Ja, auf den rechten SUV, ganz genau. So, kommt alle bis zu einem Gewehrlauf. Schöne Reihe bilden alle. Waffe absenken, ihr kennt das jetzt. Wer ist das da hinten? Wer spielt nicht mit? Eko, willst du nicht? Eko beobachtet. Aber mir ist nicht so nah. Nein, Quatsch. Ah, das ist nicht so nah. Eko beobachtet. So, komm schon. Eko noch einen Schritt vor. Eko noch einen Schritt vor. Ja. Wer ist hier der zweite? Vitopper, Waffe absenken. So, seid ihr bereit? Guckt da nochmal. Ich guck mal rum. Jo. Guck. Oh. Anlege! Oh, warten. Waffe lenken, absenken. Absenken. Anlege! Und Feuer! Ups. Kontrollierte Sprengung, eindeutig. Oh, ist ja geschrottet. Kavala Marktplatz, die Gun, die kann ja nicht entfernt werden, wer da trollt, zack. Zorn Gottes. Wir haben trotzdem nicht. Da ist ein Heli vor uns. Ist das ein Kopfheli? Nee, schade. Unknown contact, grid 02-9-1-2-6. Da steht ein Polizisten. Leere Karre. Ja, die stehen da. Vorne steht auch, oder? Der ist in Deckung gegangen. Das Haus. Ja. Da steht auch einer, oder? Ja, da geht aber zwei drin. Oh Gott. Wie sie klotzen. Mit dem Kopf und sagt, ey, was ist das für ein Helikopter? Ja. Checks later. Das Dach ist auch mies da, wenn du da drauf legst. Das andere Bürogebäude, oder? Ja, das Bürogebäude. Kavala einnehmen, so sieht's aus. Und die Ecke, die Ghostung schwebt drüber, also reinkommt beim Polizisten mit niedergemäht, Alter. Ja, mich wieder. Vor allem, das Ding ist ja, die Bestimmung mit dem Ghostung existiert ja für uns gar nicht. Der existiert ja nur für die Cops, die Regel. Oder hab ich irgendwo eine Regel
nur lesen, dass da steht, Rebellen dürfen nicht los. Sofort, die sollen die Leute freilassen von IF, sonst werden sie beschossen. Aber okay. Samila ist das. Die wird sich freuen. Wer schreibt an? Boah, die freut sich. Ich hab grad das Gefühl, die geht schon so weg. Schussfeld ist nicht mehr in meinem Alpha Schussfeld. Ist dabei. Ein Schussfeld. Bussi! Nagel ist ja auch da unten. Ich bin gerade mit dem Hunter weg. Ila hat gerade Rebellen gesagt. Sollen wir mal eine Salve neben ihn setzen? Nein. Da kommt wer angelaufen. Ach, guck mal. Rechts ist auch noch jemand. Sergeant Intelana. Er bereut es gerade so derbe. Habt ihr sie angeschrieben? Dann schreibe ich jetzt okay. Alpha an. Ja, dann schreib du dir an. Okay. Nee, Milan oder wer auch immer. Also nee, Alpha war da. Okay. Milan stand auch daneben, glaube ich. Na los. Da macht jemand TP-Missions. Die AR-Player dürfen sich wieder frei bewegen. Nee, zwei werden, einer wird gerade abgeführt. Und einer rennt gerade links von uns. Guck mal, neben den Cops. Ja, aber einer wird ins Auto gestellt. Kannst du beim Auto die Reifen zerschießen, wo er gerade reingestellt wird? So, ich habe geschrieben, soll sofort ich? Die AF freilassen oder wir müssen das Feuer eröffnen. Wenn du es auf den SUV schießt, geht der hundertprozentig hoch, das sag ich euch. Oder du tötest einen dann drinnen. Wenn du es hinkriegst? Nee, ich weiß nicht, wie stark die Kanone ist. Ja, aber ich hab noch nie auf ein Auto geschossen. Ich würde einfach mal neben die ballern, damit es keine leere Drohung ist. Hey, die tun doch die Leute gerade aus dem Auto. Weil eigentlich nee, von wegen tun sie rein. Ja, so, schieß. Nee. Doch nicht, warte. Schieß mal daneben. Links daneben. Ja, wieso? Oh Gott, ich kann nicht mehr gehört. Wir sollen verschwinden. Geil. Ich schreib dem iPad. Die schießen, jetzt darfst du abschießen. Jetzt darfst du es eigentlich abschießen. Nein, versuch nur die kaputten Autos zu wischen. Schieß nochmal daneben auf den Boden. Daneben. Ja, die nehmen den mit, was soll das? Schieß die Reifen kaputt, wenn du kannst. Oh Gott. Reit. Alles schon ausgestiegen. Oh, Mann! Das war so klar. Ja, und wie der killt, guck, wie der killt. Ihr habt ja mal gefahren, oder? Ja, ich hab einen Reifen getroffen, ne? Ja, du hast eine Seite zum Pieter geschossen. Du hast den Kack getroffen. Ja, aber war eine schöne Stiftung. Ey, cool. Schreib mal bitte, dass du einen Reifen kaputt schießen wolltest und nicht, dass das Ding so viel Power hat. Also, ich hab einfach geschrieben, sofort die AEF freilassen oder wir müssen das Feuer öffnen. Dann habe ich gerade geschrieben, als wir eine Salve daneben geschossen haben: dieses keine leere Drohung, bitte sofort die AEF freilassen. Fuck, und danach ist auch explodiert. Du hast jetzt zwei Schüsse in den Kofferraum gesetzt, das war zu viel. Ja. Die zweite. Ich glaube, wir können uns gleich was anhören.